Am Wilhelm-Dörfeld-Gymnasium in Wuppertal sind 5 Schüler bei einem Messerangriff verletzt worden, 2 davon schwer. Die Polizei reagierte mit zahlreichen Einsatzkräften und nahm einen Tatverdächtigen fest. Er sei ebenfalls schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter ist ein 17-jähriger Mitschüler der Opfer. Laut der Schuldirektorin sei er psychisch erkrankt. Er sei mit einem Messer und einer Schere auf die Schüler um sich herum losgegangen und habe sich danach selbst 4-mal in die Brust gestochen. Ein Lehrer habe ihn überwältigt. Laut Angaben der Polizei sind die Schüler in Sicherheit und werden betreut. Derzeit ist die Schule geräumt. Es wurde eine Anlaufstelle für die Eltern eingerichtet.